Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die E-World gehen. Die E-World ist die absolute Hauptmesse der Energiewirtschaft und findet jedes Jahr ungefähr so Anfang, Mitte Februar statt. Ist 3 Tage lang und hat schlussendlich so in etwa 780 Aussteller aus der Energiewirtschaft parat. Und zwar aus allen möglichen Bereichen und Kategorien der Energiewirtschaft. Das heißt, wenn man so durch den Haupteingang reinkommt, dann sieht man erstmal die richtig krassen Energiekonzerne mit ihren riesigen Informationsständen, könnte man eigentlich sagen. Aber natürlich sind das viel mehr als Infostände. Da geht es um Gespräche, da geht es um Termine, da geht es um Präsentationen, da geht es um geheime Gespräche, aber auch natürlich um öffentliche Gespräche. Da geht es auch um öffentliche Vorträge. Gerade die ganz großen Unternehmen machen dort auch ein öffentliches Programm, um neue Interessenten zu finden unter den in etwa 25.000 Fachbesuchern. 25.000 Fachbesucher muss man natürlich so ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese Angabe, weil man weiß nie, wie so eine Messe das wirklich zählt. Wenn jemand zum Beispiel mehrere Einzeltagestickets hat, wird er dann nur einmal gezählt? Kann man den so abgrenzen oder ist das eben dann doch irgendwie mal doppelt gezählt? Das weiß ich nicht, aber gleichzeitig, ich war schon 5, 6 Jahre lang immer auf der E-World, die ist schon extrem voll und dementsprechend halte ich 25.000 für nicht unrealistisch. Heißt aber auch, das ist natürlich die größte Branchenmesse und Fachmesse für die Energiewirtschaft. Das ist der zentrale Termin immer Anfang, Mitte Februar und auch nächstes Jahr, soweit ich weiß, vom 11. bis 13. Februar 2020 findet sie wieder statt und zwar in Essen. Immer in Essen, dort in der Messehalle, ich glaube, die heißt Krugerhalle. Und dort sind so 4, 5 der größeren Hallen, die dort belegt werden. Wie gesagt, wenn man durch den Haupteingang reinkommt, die großen Energiekonzerne, aber auch ein paar kleinere, immer ganz nette Infostände. Und dann, wenn man weitergeht, gibt es viele Dienstleister. Dann gibt es natürlich Energieversorger und Netzbetreiber, Messdienstleister bzw. Messstellenbetreiber. Und wenn man etwas weiter nach hinten kommt, gibt es nach dem Cafeteria-Bereich Smart Energy und Innovation. Und das sind die ganz besonders interessanten Bereiche, wenn man sich mit Startups, neuen Technologien und interessanten Ansätzen beschäftigen möchte, weil genau dort sind eben nicht die klassischen Energieversorger mit ihren klassischen Angeboten, sondern dort sind eben die Dienstleister, die Startups, die Gründer und so weiter, die eben ihre richtig spannenden Angebote mitgebracht haben und darüber eben informieren wollen, darüber Gespräche führen wollen. Und ich habe jetzt die letzten Jahre, wie gesagt, dort immer schon teilgenommen. Ich war teilweise auf den Begleitkonferenzen und die letzten 2 Jahre habe ich dort auch Informationsstände für meinen alten Arbeitgeber organisiert. Vorletztes Jahr war es praktisch ein 12-Quadratmeter Stand und letztes Jahr war es ein 25-Quadratmeter Stand, was schon mal ganz spannend war, aber kein Vergleich zu den richtig großen Dingern. Aber es war ganz erfolgreich. Wir hatten jede Menge Termine gemacht und deswegen hat das gut funktioniert. Jetzt habe ich ein Startup und jetzt überlege ich mir gerade noch, soll ich für 2020 in diesen Innovation-Bereich. Soll ich mir dann einen kleinen, feinen Infostand buchen und soll ich dort mit Energiewirtschaft einfach auftauchen, zusammen mit meiner Mitarbeiterin, vielleicht sind wir bis dahin auch nicht nur zu zweit und wollen wir dort mal richtig cool die Energiewirtschaft auf der E-World einfach machen. Und ich denke, das ist ein spannender Ansatz. Einerseits im Innovation-Bereich ist das preislich echt okay. Das kann man auf der Webseite ganz gut nachschlagen, wenn man jetzt noch interessiert ist, als Startup sich dort zu präsentieren. Und für alle anderen Infostände, die noch nicht vergeben sind, kann man sich mit einem Account Manager der E-World auch zusammenschließen und das relativ schnell besprechen. Der aktuelle Ausstellerplan ist jederzeit online abrufbar auf der Webseite. Jedenfalls überlege ich mir das. Was ist so euer Eindruck dazu? Was sagt ihr? Seid ihr selbst auf der E-World nächstes Jahr? Und wenn ja, wollt ihr euch dort mit mir unterhalten? Wollt ihr mich dort treffen? Wollt ihr euch dort die Energiewirtschaft einfacher machen? Soll ich mich dort präsentieren? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall auf der E-World, aber ich bin noch immer überlegen, ob ich auch mit dem eigenen Stand dort sein soll. Aber ich denke schon. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Die E-World ist jedenfalls der zentrale Termin. Schreibt ihn euch in den Kalender, auch wenn ihr zum Beispiel Studierender seid oder Schüler seid. Denn am dritten Tag kommt ihr kostenfrei rein. Die E-World ist immer von Dienstag bis Donnerstag. Die ersten beiden Tage sind so die richtigen Fachtermintage. Aber am dritten Tag kommt ihr als Studierender, als Schüler kostenfrei auf die E-World, anstatt dass ich glaube, 65 € pro Tag eigentlich zahlen müsstet.
Und das ist interessant, auch wenn ihr zum Beispiel als Studierendengruppe dorthin wollt, auch wenn ihr anreisen wollt oder wenn ihr selbst sagen wollt, hey, das ist interessant, dann holt euch doch ein Ticket für diesen dritten Tag oder lasst euch halt einladen von irgendwelchen Unternehmen, die dort ausstellen, die können euch praktisch dort auch kostenfrei auf die Messe bringen. Und ja, wenn ihr kostenfrei auf die Messe kommt am dritten Tag, dann kommt vorbei am Energiewirtschaft einfach Stand. Aber dazu wird es dann nochmal weitere Videos geben. Ich denke auch, ich werde von der E-World live Bericht erstatten. Und dementsprechend, naja, ich denke mal, ich werde vor Ort sein. Okay, habt ihr noch irgendwelche Fragen, zum Beispiel zur E-World oder allgemein zu meinen Erfahrungen dort auch als Standorganisator, wie man sowas macht, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Ansonsten gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Und hier seht ihr nochmal mein Video von der Hannover Messe 2019. Da war ich kurz nach meiner Gründung unterwegs und habe mir angeschaut, was es dort so energiewirtschaftlich gibt. Und jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut's jetzt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.